Oh, guten Abend, liebe Trader. Herzlich willkommen zum Webinar, unserer Chartanalyse-Webinarreihe. Das heutige Thema ganz spannend: Wirtschaftsdaten und Live-Analyse. Selbstverständlich bin ich heute Abend wieder mit Tom Netzke. Er ist der Hauptmoderator. Ich höre nur zu, genau wie Sie. Bei Fragen gerne die Chat-Funktion hier nutzen. Und ja, ansonsten wünsche ich uns viel Spaß. Ja, Tom. super. Vielen Dank, Elena, für die Einführung. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich hoffe, meine Stimme, die wird die Stunde überstehen, weil ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Aber ich denke mal, das kriegen wir zusammen ganz gut hin. Die Elena hat schon angesprochen, wer gerade im Bereich, wir haben im zweiten Part die Live-Analysen heute, Fragen hat oder gerne mal eine Aktie analysiert haben möchte, kann das gerne über die Chat-Funktion uns ja einfach reinstellen. Und dann schauen wir uns das Ganze heute einfach mal wieder an. Ja, das ist unsere Thematik heute, Wirtschaftsdaten und Live-Analysen. Das heißt, im ersten Part werden wir uns wirklich die Wirtschaftsdaten anschauen, welche Termine stehen an und wie man vor allen Dingen auf diese Termine reagiert und mit diesen Terminen arbeiten kann. Das möchte ich im ersten Part irgendwo uns mit anschauen. Und der zweite Teil ist die Chartanalyse an ausgewählten Beispielen. Das heißt, da habe ich uns dementsprechend einige Titel schon mal vorbereitet, die wir dann dementsprechend mit nutzen können. Und wer dann natürlich noch Fragen hat zu eigenen Titeln, soweit wir die im Portfolio hier bei Tickmill haben, werden wir die dann natürlich gerne zusammen mit analysieren. Und ja, dementsprechend am Anfang natürlich wieder mal unser Risikohinweis. Ich lese ihn uns einfach mal kurz vor. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie mit dem Live-Trading beginnen, sollten Sie Ihre finanziellen Umstände, Risikoeignung, Erfahrungsstand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handel dar. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus müssen die Meinung der Moderatoren nicht zwingend der Meinung von Tickmill darstellen. Die Präsentation wurde nach bestem Gewissen und Wissen vorbereitet, jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen möglich, wobei weder Tickmill noch der Moderator in die Haftung übernimmt. So, das ist mein Bildchen. Mit mir müssen Sie jetzt vorlieb nehmen und dementsprechend schauen wir uns mal gleich an, wie das so aussieht mit Wirtschaftsdaten. Und da habe ich uns mal die erste Slide für den heutigen Tag vorbereitet. Und das findet man auch immer auf unterschiedlichen Webseiten. Wer sich da mal informieren will, wer sagt, Mensch, die Wirtschaftsdaten sollte ich vielleicht in meinem Trading berücksichtigen, findet das auf diversen Seiten. Kann man bei Google einfach mal eingeben. Ein Wirtschaftskalender mit den wichtigsten Wirtschaftsdaten des Tages findet man eigentlich auf vielen Finanzseiten. Und es ist wirklich sehr, sehr wichtig, die mit zu berücksichtigen. Manchmal wundert man sich, warum bewegt sich denn gar nichts am Markt? Das ist meistens die Phase vor den Wirtschaftsdaten und häufig natürlich auch die Phase, wo man denkt, warum kommt denn jetzt so viel Schwung hier in den Markt mit rein? Und das ist dann meistens die Phase, wo wir dann direkt diese Wirtschaftsdaten haben, die veröffentlicht werden. Und je nachdem, wie die Prognosen, wir haben ja hier auch auf unserem Slide zu sehen, den letzten Stand und eine aktuelle Prognose, je nachdem, wie die dann ausgefallen sind, sieht man dann natürlich auch eine Reaktion darauf. Und ja, das sind dann häufig diese Bewegungen und die kann man besonders auch im Devisenbereich, das werden wir uns mal anschauen, aber auch bei den Indizes sehr, sehr gut handeln. Wir sehen, wir hatten heute Morgen um 8 Uhr zum Beispiel da Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt für Deutschland in der zweiten Veröffentlichung und da sagen wir, aha, zum letzten Stand von 0,6, aktuell war die Prognose bei 0,8. Die Zahlen kamen auch Tatsache so rein. Und pünktlich um 8 Uhr zum vorbörslichen Handelsstart, wer heute Morgen am Rechner gewesen ist, wird das auch gesehen haben. Da ging der Markt erstmal deutlich, gerade der DAX 30-Index, nach unten. Da hatte man sich eigentlich bessere Zahlen erhofft. Und das war natürlich dann so ein Einfluss dieser Wirtschaftsdaten wirklich auf den aktuellen Kursverlauf, wo der Markt dann doch erstmal eingebrochen ist. Die Prognose war zwar besser als der letzte Stand, man hatte aber aufgrund der Zahlen eine deutlich höhere Erwartung in den Markt gesetzt. Und wenn so eine Erwartung dann dementsprechend verfehlt wird, dann sehen wir auch häufig mal, wie der Markt denn verschnupft reagiert. Und das hat er heute Morgen um 8 Uhr auch gemacht. Dann liegen die Zahlen dann nämlich nach unten. Ja, und ein bisschen hat er sich zum Handelsstart um 9 Uhr, vor allen Dingen aber um 9:30 Uhr, dann auch wieder erholt, der Markt, diese Talfahrt. Die wurde dann gestoppt und das lag Tatsache daran, dass wir um 9 Uhr Daten aus Frankreich bekommen haben. Da kamen Zahlen zum Einkaufsmanagerindex, aus dem verarbeitenden Gewerbe und aus dem Dienstleistungssektor. Diese Zahlen sind sogar etwas besser ausgefallen. Mit 57,1 kam die Prognose rein oder 57,3 sogar.
Ja, und das waren dann Zahlen um 9.30 Uhr auch nochmal aus Deutschland wieder, diese Zahlen. Und das sind so wirklich wichtige Punkte. Wenn man sich das auf Websites anschaut, sieht man, sind diese Zahlen meistens auch nochmal besonders markiert, wo man dann dementsprechend erkennen kann, aha, Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe sogar mit 60,6, also kein Rückgang, sondern sogar ein Anstieg zum letzten Stand. Warum der Markt dann heute Morgen einfach mal wieder nach oben dreht. Ab 9.30 Uhr haben wir dann wieder steigende Kurse an den Märkten gesehen. Das können wir uns nachher auch in den Charts nochmal genauer anschauen. Und deshalb sollte man wirklich immer auf diese Zahlen so schauen. Auch gerade um 10 Uhr hat sich dann diese Reise so fortgesetzt. Und da kann man wirklich dann erkennen, dass diese Wirtschaftsdaten doch wirklich sehr relevant sind für die Bewegung am Markt. Und gerade wenn man zum Beispiel Zahlen wie einen ZEW-Einkaufsmanager-Index hat oder Zinsentscheide hat oder eine FED-Sitzung aus den amerikanischen Staaten hat, da sieht man dann wirklich gerade in den Devisenpaaren, wer denn mehr im Forex-Markt unterwegs ist, wie sich da der Markt dann doch sehr, sehr volatil in diesen Zeiträumen bewegt. Und es ist immer meine Empfehlung auch dabei, direkt zur Veröffentlichung der Zahlen, gerade im Devisenbereich, bin ich nicht mit im Markt, weil wir stellenweise, wenn man Währungspärchen wie den Euro-US-Dollar handelt, innerhalb einer Minute oder innerhalb von zwei Minuten Kursschwankungen von über 100 Pips nach oben und nach unten hat. Ja, und da ist es natürlich immer relativ problematisch, wenn man mit engen Stops arbeitet. Obwohl man eigentlich eine richtige Annahme oder eine richtige Prognose hatte, wird man denn da schnell mal ausgestoppt oder der Markt läuft in die falsche Richtung. Deshalb immer fürs Trading im Hinterkopf behalten, diese Wirtschaftsdaten. Ja, und hier unten sehen wir dann auch nochmal Quartalzahlen. Heute Morgen um 7 Uhr hat ThyssenKrupp Zahlen veröffentlicht und KWS Saat, kleine MDAX-Titel, wer denn auch natürlich Aktien mithandeln möchte oder die CFDs auf Aktien mithandeln möchte, der sollte natürlich auch die Unternehmenszahlen mit berücksichtigen, weil dementsprechend die, egal ob sie gut oder schlecht ausfallen, natürlich dann auf den Kurs einen entsprechenden Einfluss mit haben. Und wie gesagt, deshalb auch nochmal hier für morgen so wichtige Daten. Wie gesagt, die Vorgabe, die bekommen wir ja eigentlich immer aus Asien. Und da sehe ich zum Beispiel heute Nacht um 1.30 Uhr, bekommen wir dann in Asien diesen Einkaufsmanager-Index. Das heißt, der wird für den asiatischen Markt, für den Nikkei und für den Hang Seng dementsprechend die Vorgaben geben. Und wir sehen, wenn ich immer noch keine Prognose finde, wenn ich also mir diese Zahlen raussuche und sage, okay, wir hatten einen Stand, haben aktuell aber keine Prognose, dann generiere ich da immer schon das Ganze mit Vorsicht. Vor allen Dingen, wenn es Trader gibt, die zum Beispiel Overnight-Positionen halten, das heißt eine Position nicht am selben Abend schließen, sondern in den nächsten Tag mit reinnehmen. Da schaue ich natürlich auch sehr, sehr gerne mal auf die Wirtschaftsdaten, ob da irgendwas in der Nacht als böse Überraschung warten kann. Ja, und da sehen wir zum Beispiel, wenn da schon mal keine Prognose drin ist, ist das für mich immer schon ein Indiz, das könnte gefährlich sein. Da müsste ich jetzt heute Abend nicht unbedingt eine Position über Nacht in den morgigen Tag mit reinnehmen, weil wenn die Zahlen schlecht ausfallen, die asiatischen Märkte dementsprechend einbrechen sollten, dann wird sich das natürlich morgen als Vorgabe auch auf unsere deutschen, auf unsere europäischen Märkte mit auswirken. Und dementsprechend auch damit schauen, auch wenn solche Zahlen mitten in der Nacht hier kommen und Asien, hier Japan sehr weit weg erscheint, haben diese natürlich auch einen Einfluss auf die Entwicklung dann an unseren Märkten. Ja, morgen um 8 Uhr, da wird es halt auch wieder interessant, Aufträge im Bauhauptgewerbe, die sind eigentlich immer sehr gut zu interpretieren, weil man daraus wirklich erkennen kann, wie steht es denn um die Wirtschaft, wie ist die Wirtschaft aufgestellt, ist sie stabil, wenn diese Auftragszahlen nach oben gehen. Wir sehen, wir hatten einen relativ negativen Stand mit minus 3,2, auch wieder keine Prognose, also da könnte es morgen um 8 Uhr zum vorbörslichen Handelstart auch schon wieder interessant werden, dass sollte man mal einfach auf die Zahlen schauen. Und wenn es dann nach unten geht, dann werden wohl die Zahlen und dementsprechend der Prognose relativ schlecht ausfallen. Ganz wichtig, und das ist morgen eine Zahl, da sollte man auf jeden Fall schauen. Und wie gesagt, ich hatte es eingangs erwähnt, 10 Uhr IFO-Geschäftsklimaindex und IFO-Geschäftserwartungen, sehr, sehr wichtig. Wir sehen, die Zahlen sind beide rückläufig. Das heißt, das ist immer ein Punkt, wo ich um 10, gerade weil ich auch sehr viel im Daytrading unterwegs bin, mich nicht wirklich an den Märkten positioniere. Da warte ich wirklich erstmal ab, wie kommen diese Zahlen rein. Wir sehen ja, der letzte Stand und die Prognose, die sind beide rückläufig hier. Und da muss man natürlich schauen, ob die Zahlen schlechter werden oder besser werden.
Und nach 10 Uhr, da investiere ich mich sehr gerne, wenn ich dann natürlich ein Handelssignal in die eine oder andere Richtung bekomme, nach solchen wichtigen Wirtschaftsdaten, und die IFO-Zahlen sind wirklich sehr, sehr wichtige Zahlen, dann kann man davon ausgehen, dass da wirklich Schwung in den Markt reinkommt. Und das sind dann immer die Momente, wo man sagt, was ist denn hier um 10 passiert? Warum geht denn der Markt hier auf einmal 30, 40, 50 Punkte nach oben oder nach unten? Das sind meistens dann diese Wirtschaftsdaten, die da diesen relevanten Einfluss haben und den Markt dann wirklich hier in die eine oder andere Richtung bewegen. Und dasselbe sehen wir am Nachmittag dann auch nochmal. Manchmal sieht man um 15.30 Uhr ist Handelsstart und wundert sich, warum eigentlich zum Handelsstart, da müsste es ja eigentlich richtig losgehen, da müsste Schwung in die Märkte mit reinkommen und dann passiert da überhaupt nichts die erste Viertelstunde. Naja, das ist auch ganz klar, keiner möchte sich natürlich, bevor wichtige Wirtschaftsdaten kommen, und das Market Institute ist in Amerika ein sehr, sehr wichtiges Institut, ähnlich wie bei uns das IFO-Institut, die diese Erhebung machen. Und wenn da die Einkaufsmanager-Indizes kommen für den Dienstleistungssektor oder fürs verarbeitende Gewerbe, sind das auch recht wichtige Zahlen. Und da möchte sich keiner vor Veröffentlichung dieser Zahlen dementsprechend hier aus dem Fenster lehnen. Und deshalb sollte man auch sich angewöhnen, morgens einfach mal eine Seite aufzurufen, sich so die Wirtschaftsdaten einfach mal in dem Kalender so mitmerken und sagen, auch gerade wenn eine FED-Entscheidung ist, ein Zinsentscheid ist oder IFO-Zahlen drin sind oder Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht werden, sollte man dieser Zeit dann doch mal besondere Aufmerksamkeit hier beiwohnen, um dementsprechend hier nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu sein, weil auf einmal Volatilität, Schwung in den Markt reinkommt und man irgendwie auf dem falschen Fuß hier dann erwischt wird. So, also das war, wie gesagt, der erste Part, die Wirtschaftsdaten. Da sollte man wirklich sich mal immer diese Daten in Erinnerung rufen und schauen, wo sind wirklich hier Punkte. In der Slide, in der Folie habe ich auch nochmal einige Chartanalysen vorbereitet. Wer mich aber kennt, weiß, sowas machen wir immer gerne live zusammen. Das heißt, wir haben die Dokumente hier in den Unterlagen für Sie auch als PDF-Dokument zur Verfügung gestellt. Wer das Ganze auch dementsprechend noch im Nachgang einmal sich anschauen will, den Link werden wir Ihnen auch zu diesem Video hier zur Verfügung stellen. Das Ganze wird aufgezeichnet, sodass Sie dann nochmal die Möglichkeit haben, sich das Ganze auch hier nochmal im Video mit anzuschauen. So, und jetzt würde ich auch schon, ich habe hier auch schon mal meinen Monitor eingeblendet, auf unsere Charts gehen und die Live-Analyse von den Märkten, die machen wir dann, wie gesagt, zusammen. Dazu können Sie mir sehr, sehr gerne dann auch noch Titel, die wir bei uns im Portfolio haben, hier auch gerne einfach mal hier in den Chat mit reinstellen und dementsprechend nutzen. So. Jetzt haben wir hier unseren ersten Chart. Ich sehe ja, hier kam eine Frage zum bereitgestellten PDF. Da schauen wir mal. Ja, das ist mir auch gestern aufgefallen. Die stellen wir gerne nochmal so neu zur Verfügung. Da fehlt am linken Rand ein bisschen unser Logo. Die werden wir natürlich nochmal überarbeiten. So, jetzt haben wir mal hier als erstes, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, setzen Sie mir die einfach in den Chat. Ich habe uns mal den Euro-US-Dollar hier rausgesucht und mit dem wollen wir jetzt einfach mal starten. Das Ganze natürlich auf Daily-Basis, damit man auch wirklich einen Überblick über die längere Entwicklung bekommt. Ja, und ich habe uns hier zwei Linien und einen Pfeil hier einmal mit eingezeichnet. Wie macht man so eine Chartanalyse? Wer natürlich gesehen hat, der Euro-US-Dollar dieses Jahr extrem stark gelaufen. Wir hatten ja hier seit März diese Aufwärtsbewegung. Ich zeichne uns die mal hier mit dieser grünen Linie in diesen Chart mit ein. Mache uns die einfach auch mal ein bisschen größer, damit wir da wirklich sehen, aha, das war also hier wirklich so ein schöner, markanter Aufwärtstrend. Das hatten wir in unseren ersten Webinaren auch zusammen gemacht. Wie nutzt man Charttechnik, wie nutzt man Unterstützungs- und Widerstandslinien? Haben wir hier einfach wirklich diese markanten, relevanten Tiefstände im Chart mit rausgesucht, die miteinander verbunden. Und dann sehen wir, hatten wir wirklich diesen super schönen Aufwärtstrend eigentlich seit dem zweiten Quartal dieses Jahres beim Euro-US-Dollar. Hier auch sogar neue Höchststände bei 1,21 markiert. Und dann ging es auf einmal hier nach unten. Und wir sehen, wir haben hier diese Linie, diesen Unterstützungsbereich. Ich markiere uns den mal hier leicht rot. Den haben wir hier durchbrochen gehabt. Und das ist laut Charttechnik natürlich immer ein ganz klassisches Signal, wo man dann sagen kann, okay, dieser massive, langfristige, starke Aufwärtstrend, der ist gebrochen worden. Und da sieht man dann, haben wir auch eine Korrektur eingeläutet. Der Markt ging dementsprechend ja in den letzten zwei Monaten, also eigentlich der komplette September, Oktober und auch Anfang November noch nach unten. Das ist wirklich dann so ein Settlement, wenn so ein markanter Aufwärtstrend, so eine markante Unterstützung, wie hier in unserem roten Rechteck,
durchbrochen wird, dann sieht man auch mal eine Korrekturphase. Ja, und da habe ich Ähnliches gemacht, da habe ich mir einfach mal so einen kleinen Trendkanal eingezogen, weil sich diese Korrektur, die wir hier am Markt gesehen haben, wirklich immer in einem sehr, sehr schönen Kanal hier entwickelt hat. Und da sehen Sie, ich habe hier einfach die Höchststände miteinander verbunden und natürlich auch die Tiefstände miteinander verbunden. Und da versuche ich immer so den größten gemeinsamen Nenner zu erwischen, wo ich einfach sage, so, das ist so ein Mittelwert, hier kann ich mir eine Linie ziehen, die besonders viele Kerzen hier miteinander erwischt. Und da sehen wir immer wieder, wenn wir an diese obere Begrenzung mit rankamen, hier, dann ging es auch wieder nach unten. Das ist natürlich immer ein sehr interessantes Settlement, wo ich mich als Trainer, wenn ich mir sowas natürlich hier in den Chart einzeichne, immer wieder positionieren kann. Wir sehen das hier, habe uns hier mal die Verkaufspfeile mit eingezeichnet, wo man dann einfach immer sieht, wir laufen wieder an diesem markanten Widerstand. Wir wissen, wir haben hier diesen langfristigen Aufwärtstrend durchbrochen. Und dann weiß ich immer wieder, wenn wir an diesem Widerstandsbereich laufen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es dann auch wieder nach unten geht. Das kann man natürlich sehr, sehr schön zum Handeln nutzen. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch immer, wobei ich da immer vorsichtig bin, aus der Korrektur heraus zu handeln, sondern ich handle immer sehr gerne dem Motto, the trend is your friend, also handle gerne mit dem Trend. Und wenn ich sehe, hier hat sich ein Korrekturkanal entwickelt, dann versuche ich natürlich immer sehr gerne, diese Sell-Signale hier am Markt zu handeln. Man kann aber auch, wenn man hier so markante Punkte 1, 2, 3, 4 hat, und sieht, wir touchieren hier unten wieder diese Unterstützungslinie in diesem Fall, dann kann man sowas natürlich auch sehr, sehr schön handeln und dementsprechend sagen, okay, ich erwarte jetzt eine Aufwärtsbewegung an den oberen Trendkanal. Das wäre ja also dieser Zielkurs gewesen und kann die dann entsprechend handeln. Dort werden die Take-Profits platziert und diese Strategie ist immer sehr, sehr gut anzuwenden, weil man wirklich unterhalb dieser Unterstützung mit wirklich wenig Risiko seine Stop-Marken hier am Markt platzieren kann, um dann dementsprechend zu handeln. Ja, und wir sehen in der letzten Woche, da wurde es interessant, weil wir sind wieder rangelaufen an diese Chartmarke, an unseren Widerstand hier oben, sehen aber, den haben wir wirklich mit Dominanz durchbrochen und das ist für mich immer ein klassisches Signal. Und nicht nur für mich, sondern auch natürlich für grundsätzlich alle Anleger. Wenn wir einen so markanten Widerstand, den wir in der Historie einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal getestet haben, dann durchbrechen, das hatten wir auch in unseren ersten Modulen ja besprochen, ist das ein klassisches Kaufsignal. Und dementsprechend hat sich hier dieses Szenario beim Euro-US-Dollar dementsprechend jetzt gewandelt. Und das ist auch ein Punkt. Ich bin seit zwei Tagen hier eigentlich auch schon wieder long in diesem Wert, warum es hier nach oben geht. Wir sehen nach so einer Phase sehr, sehr häufig und man nennt es an der Börse diesen Kursrücksetzer, den wir die drei, vier Tage hier gesehen haben, ein sogenanntes Pullback. Die Anleger trauen diesen Braten eigentlich nicht. Die sind erstaunt, dass man auf einmal diesen Widerstand überwunden hat und dann verlässt sie so ein bisschen der Mut und dann kommt es nochmal so zu leichten Gewinnmitnahmen, die sehr, sehr häufig auch nochmal im optimalen Fall bis an diesen ehemaligen Widerstand, der jetzt ja als Unterstützung fungiert, das hatten wir in unseren Workshops auch besprochen, eine ehemalige Widerstandszone wechselt nach dem Überwinden ja ihre Funktionalität, die wird zur Unterstützungszone und sehr häufig sehen wir immer nach so einem markanten Ausbruch durch so einen Widerstand oder durch eine Unterstützung dieses sogenannte Pullback. Und wir sehen, wir sahen dann auch diesen Kursrücksetzer, haben es aber gar nicht mehr geschafft bis an diese Marke. Und das ist für mich wiederum schon mal, so interpretiert man dann diese Märkte, ein Zeichen von Stärke, dass wir gar nicht mehr bis an diese Unterstützung korrigiert haben, sondern es gestern schon sehr, sehr markant nach oben ging und sich heute diese Reise hier nach oben auch weiter fortsetzt. Ja, und jetzt sehen wir 1,1850, warum geht es denn da nicht durch? Da haben wir auch in der letzten Woche schon mal gedreht. Ja, wenn man sich da so eine ganz kleine Widerstandslinie, ich verbinde einfach den Punkt von heute aus der letzten Woche, ziehe die in die Vorwoche, da sehen wir auch hier auf demselben Kursniveau, hier auf demselben Kursniveau gedreht und auch hier hinten sehen wir, da war es halt noch eine Unterstützung gewesen, hier hatten wir ja die Funktion gewechselt, also diese 1,1850, auch immer wieder gerade Marken am Markt sind besondere Kursmarken, hier ein kleiner Widerstand. Ja, und wer hier den Einstieg gefunden hat, der liegt ja hier auch schön im Gewinn schon, knapp 150 Pips bei dem Markt. Es war also schon mal ein sehr, sehr schöner erster Einstieg.
Ja, und der schaut jetzt natürlich ganz genau auf die Märkte, weil was wir jetzt natürlich wollen, ist der Ausbruch über diese Kursmarke, dass wir hier dementsprechend wirklich ein Ausbruchsszenario schaffen über diese Marke bei 1,1850. Markiere uns das mal hier in diesem gelben Rechteck. Das wäre dann mein Zielkursbereich, um dementsprechend hier im Rest des Jahres hinzulaufen. Warum dieser Korridor? Da orientiere ich mich natürlich auch an der Historie und sage so, wo waren denn hier oben die letzten markanten Höchststände gewesen? Das war so diese 1,2075er Marke. Und das wird dann natürlich auch mein neuer Zielkorridor hier am Markt, wo ich einfach sage, schaffen wir jetzt auch noch den Sprung über die 1,1850, dann ist diese 1,2075 hier der Zielkorridor, die Höchststände, die wir Ende August, Anfang September hier erstmal in den Markt gelegt haben, weil wir wissen, die Märkte, weil es sehr, sehr viele Marktteilnehmer nutzen, basieren aufgrund der Charttechnik und wenn ich sehe, ich habe da so einen markanten Widerstandsbereich, gehe ich dann auch erstmal davon aus, dass wir in diese Zone laufen. Also ein unheimlich interessantes Panel. Wer den Einstieg hier verpasst hat, auch für die Zukunft, kann sich natürlich bei diesem Pullback, das wir häufig nutzen, hier nochmal diesen Einstieg nutzen. Oder aber man kann diesen Einstieg, wenn man beide verpasst hat, jetzt abwarten, ob wir wirklich über diese 1,1850 hier reingehen. Wer investiert ist und wer die Strategie des Pyramidisierens kennt, das heißt weitere Positionen aufbauen. Wir haben zum Beispiel hier eine erste Position aufgebaut, die liegt jetzt ja schon schön im Gewinn. Sollten wir diesen Sprung über diesen Widerstand der 1,1850 hier schaffen, in dieses Rechteck hinein, dann kann man da eine zweite Position aufbauen, einfach aufgrund der Tatsache, dann kann dieser Trade gar nicht mehr ins Minus laufen, weil die erste habe ich schön im Gewinn. Der Stop für die Position von der ersten Position wird in den Gewinn gezogen, der zweite mit einem leichten Verlust abgesehen. Das heißt, ich habe kein Risiko mehr in diesem Trade, habe aber den Vorteil, wenn der Trade sich so entwickelt, wie wir ihn hier in den Chart eingezeichnet haben und erwarten, dann bin ich natürlich nicht nur mit einer Position positioniert, sondern mit einer zweiten. Also auch eine sehr, sehr interessante Strategie, dieses Pyramidisieren. Ohne das Risiko im Portfolio zu erhöhen, hat man da die Möglichkeit, weitere Positionen aufzubauen. Und wenn man dann wirklich mal so einen starken Trend erwischt, dementsprechend diesen Trend natürlich mit entsprechendem Volumen hier mitzunehmen. Also der Euro-US-Dollar momentan in einer unheimlich interessanten Phase, hat am Montag, Dienstag hier schon, wie gesagt, in dieser Woche einen interessanten Kauf dargestellt. Jetzt wird es interessant, da müssen wir drauf schauen. 1,1850 können wir die überspringen. In dieser Woche werden wir sehen, wird sich dieser Aufwärtstrend in den kommenden Tagen hier auch weiter schön nach oben mit vorsetzen. Und das ist natürlich ein Settlement, was man hier sehr, sehr schön nutzen kann, um eventuell neu einzusteigen oder Positionen, die man schon hat, hier zu pyramidisieren, also weitere Positionen mit aufzubauen. So, jetzt sehe ich mal in unserer Watchlist WashTech, die Aktie haben wir leider nicht. Wir sind bei Tickmill spezialisiert auf den Devisenhandel. Wir haben einige Indizes, den Euro-US-Dollar, der war hier auch schon als Wunschanalyse. Und dementsprechend können wir das dann dementsprechend Ihnen hier zur Verfügung stellen. Hier kommt vom Ralf eine Frage, wo finde ich den Link zur Aufzeichnung? Der wird Ihnen nach dem Webinar dann gerne zur Verfügung per E-Mail zugeschickt. Dann können Sie sich das Ganze hier gerne auch nochmal mit anschauen. Die Elena, die hört das ja mit, die ist dafür verantwortlich und die schickt Ihnen sowas gerne dann zu. Dann können Sie sich das ganze Video auch gerne nochmal anschauen. Ansonsten unter Unterlagen, da haben wir dann zumindest das PDF-Dokument drin, das Sie dann mit nutzen können. So, dann schauen wir mal weiter in unserer Liste. Ich habe uns nochmal aus dem Devisenbereich hier einen Titel mitgebracht. Great British Pound US-Dollar, ein sehr, sehr beliebter Titel, den ich hier auch in meiner Watchlist zu liegen habe. Einfach aufgrund der Konstellation, weil sich hier in den letzten Wochen war der relativ langweilig zu handeln, aber hier ergibt sich gerade längerfristig eine unheimlich interessante Konstellation. Wenn ich das Bild mal kleiner mache, ich bin hier auch im Tageschart unterwegs, sehen wir, immer mit einem schönen Zickzack geht es ja aber kontinuierlich nach oben. Wir sehen, wir haben hier einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend im Markt zu liegen. Der Aufwärtstrend wurde auch nochmal vor zwei, drei Wochen Anfang November hier getestet. Und da sehen wir auch wieder, wie schön dieses Spiel mit diesen Unterstützungen funktioniert. Wir sehen jedes Mal, wenn wir dann an so eine Linie ranlaufen, fungiert die als Unterstützung und desto häufiger wir das machen, das hatten wir in unseren ersten Modulen der Charttechnik und dem Arbeiten mit der Charttechnik besprochen, desto häufiger wir das machen, desto schöner sind dann natürlich auch diese Handelssignale, weil wir sehen hier sehr, sehr schön, wir haben hier
immer wieder tolle Einstiegssignale bekommen in den Markt. Und wir sehen jedes Mal, wenn wir diese Marke touchiert haben, ging es dann auch wirklich in der Folge hier markant nach oben. Also man kann da wirklich sehr, sehr schön mitarbeiten. Und wir sehen das hier auch sehr, sehr schön. Es ging deutlich nach oben. Wo ging es hin? 1,33. Warum 1,33? Da habe ich uns hier eine rote Linie, ein rotes Rechteck mal in den Markt gelegt, sehen wir in der Historie. Hier sind wir an der Marke gescheitert, war es irgendwie Widerstand. Hier sind wir an die Marke gelaufen, war es ein Widerstand. Und in diesem Bereich, und das ist auch aus der japanischen Candlestick-Terminologie, mit der wir uns im nächsten Modul, im Modul 5 mal beschäftigen sollen, das kann ich Ihnen schon mal ans Herz legen, sehr, sehr interessant. Die ist sehr, sehr kompakt, aber eigentlich brauchen wir nur 3, 4 wichtige Figuren aus der japanischen Candlestick-Terminologie, mit der man unheimlich gut arbeiten kann. Wir sehen, wir haben ja einen positiven Aufwärtstrend gehabt mit mehreren Kerzen an diesem Widerstandsbereich. Und am nächsten Tag wird diese positive Kerze komplett ummantelt durch eine negative Kerze. Und in der japanischen Candlestick-Terminologie, um da mal ein bisschen in die nächste Woche schon reinzuschauen, nennt man sowas ein sogenanntes Engulfing Pattern. Und in dem Fall sogar ein bärisches Engulfing Pattern, weil es ist eine klassische Umkehrformation. Und wenn ich sowas natürlich sehe, dass an einer Widerstandsmarke diese Kombination von diesen zwei Kerzen auftaucht, diese klassische Umkehrformation, ist das für mich natürlich ein Indiz, okay, ich stelle mein Trade mal glatt. Dieser Widerstand, der ist hier bestätigt worden und dementsprechend erwarten wir hier erstmal eine Korrektur, was wir dann auch gesehen haben. Genau dasselbe immer wieder an diesen Marken. Wir sehen, wenn wir in diese rote Zone, in dieses rote Rechteck reinlaufen, dann haben wir dementsprechend diese Rücksetzer. Ja, und am gestrigen Tag, da war es besonders interessant, das ist in unserer Slide, die hatte ich vorgestern schon vorbereitet, noch nicht zu sehen, da kämpften wir noch um diese Marke, haben wir jetzt sogar diesen Ausbruch über diesen Höchststand geschafft, also eigentlich langfristig gesehen bei Great British Pound US-Dollar jetzt schon mal ein sehr, sehr interessantes Handelssignal, wo wir dann auch sehen, da setze ich mir genau über diese Höchststände, die wir hier nochmal hatten, diese kleine Linie und sage, so, jetzt haben wir schon mal diesen Ausbruch mit einer sehr dominanten positiven Kerze geschafft. Wenn wir es jetzt noch schaffen, die letzten kleinen Kursspitzen, diese Pins hier oben zu überwinden, und wir sehen, da sind wir auch heute mal rangelaufen, wir haben heute diesen Versuch schon mal genau gestartet, wenn wir das schaffen, die zu überwinden, dann ist das für mich ein ganz klares langfristiges Handelssignal. Langfristig ist für mich wirklich Ende dieses Jahres, also wirklich ein Zeithorizont von 4, 5 Wochen, wo wir uns dann damit hinbewegen können, dann ist das der Zielkorridor, der sich hier im Great British Pound US-Dollar für mich ergibt. Warum dieser Korridor? Da schaue ich natürlich auch in die Historie. Wo haben wir die letzten markanten Höchststände gehabt? Die hatten wir ja hier um Mitte September, 20. September bei 1,36, 20 ungefähr in den Markt gelegt. Das ist für mich dann ein potenzieller Zielkurs. Und wenn man sieht, so ein Einstieg ergibt sich hier 1,33, 38. Ich packe da immer noch einen Sicherheitspuffer auf. Also ich mache gerade Marken gerne 1,33, 50. Das wäre für mich so ein schöner Einstieg in so einem Bereich. 1,36, 20 Zielmarke. Da mache ich auch eine gerade Marke 1,36. Ich muss ja nicht die komplette Bewegung mitnehmen. Pardon. Da ergibt sich hier fast ein 300-Pip-Szenario für die nächsten 2, 3 Wochen. Das ist ein schönes Großszenario. Und man sieht, wie einfach man doch wieder mit dieser Charttechnik, mit einfachen Unterstützungs- und Widerstandslinien, mit einfachen Trendkanälen hier am Markt mitarbeiten kann. Und dementsprechend, ich nenne das immer eine Watchlist. Ich packe mir solche Titel gerne in meine Watchlist, in meine Beobachtungsliste, wo ich dann sage, wow, hier ergibt sich eine interessante Konstellation. Wir sind grundsätzlich in einem langfristig intakten Aufwärtstrend. Das sehen wir hier. Wir haben wichtige Unterstützungsniveaus dieses Aufwärtstrends getestet, erfolgreich getestet. Es ging nach oben. Das heißt, diese Niveaus suchen wir gerne als Anstiegsniveau hier im Markt. Jetzt sind wir an einen markanten Widerstandsbereich gelaufen, haben diesen sogar durchbrochen. Wenn es jetzt zu Anschlusskäufen, ich warte wirklich immer auf diese Anschlusskäufe nach so einem Durchbruch, das wäre jetzt auch wieder so ein klassisches Pullback. Das kann sich hier gerne noch 1, 2 Tage fortsetzen. Aber Sie werden sehen, wenn dann Anschlusskäufe kommen, geht es hier auch sehr straight, sehr schnell hier weiter nach oben. Und das ist dann immer so ein Settlement, wie ich mich aufgrund der Charttechnik hier auf neue Einstiegsszenarien mit vorbereite. So, das war das Great British Pound US-Dollar. Ein paar Titel wollen wir ja uns noch mit anschauen. So, ganz heiß diskutiert natürlich auch bei uns bei Tickmill hier im Portfolio.
Bitcoin, das große Schlagwort Kryptowährungen. Da haben wir uns natürlich nicht gegen gesträubt, sondern haben gesagt, jawohl, das muss man mit reinhaben. Wir haben den Bitcoin hier auf US-Dollar-Basis. Und ja, da sehen wir, wenn wir uns sowas mal langfristig anschauen, ich gehe mal in so einen Daily-Chart, wow, da konnte man Geld mit verdienen, wenn wir noch Anfang September, 14. September, waren wir noch bei 3.000 Dollar. Ja, und wenn man jetzt auf den Kurs hier schaut, 8.136 Dollar, man sieht es jetzt ja auch immer wieder in diesen Nachrichten, da konnte man hier ordentlich Geld verdienen, fast eine Verdreifachung. Und das mal seit September, also da müssen wir schon im Aktienbereich oder im Devisenbereich ganz, ganz deutlich schauen und werden kaum noch einen Titel finden, der mal in so einem kurzen Zeitfenster diese Kursschwankung hat. Aber wir sehen diese Kursschwankung wirklich mit Vorsicht zu genießen, unheimlich volatil. Der Bitcoin, wir sahen den ersten Anstieg auf 7,8 und dann geht es in zwei, drei Tagen auch mal auf 5.300 runter. Da braucht man schon starke Nerven, aber auch beim Bitcoin funktioniert eine Charttechnik, kann man auch sehr, sehr schön nutzen. Ja, und momentan sehen wir, nachdem wir hier dieses neue Höchststandsniveau bei Bitcoin erreicht haben, diese knapp 8.280, 8.300er Marke, da sehen wir dann immer, nachdem wir so einen Höchststand überwunden haben, eine kleine Konsolidierung. Das ist das, was wir jetzt hier momentan am Markt sehen. Der Markt bewegt sich seitwärts. Seitwärtsphasen werden als Konsolidierungsphasen bezeichnet. Da muss man jetzt erstmal so ein bisschen verschnaufen, was ist hier eigentlich passiert. Weil wir hatten als markanten Widerstand dieses Niveau hier bei 7.855 in den Markt gelegt. Da sehen wir, um diese Marke haben wir hier auch ein bisschen gekämpft. Was dann für mich ganz interessant gewesen war, ist diese kleine Konstellation, die wir sehen, vom Schlusskurs dieser Kerze zum Eröffnungskurs dieser Kerze sind wir mit so einem sogenannten Open Gap gestartet, einem Kursgap nach oben über diesen Widerstand und das war hier ganz klar die Dominanz, dass hier doch die Reise weiter nach oben will. Ja, und da kann man dementsprechend auch sehr, sehr schön schauen, wer auf diesen Zug auch zu diesem späteren Zeitpunkt aufspringen will, der nutzt immer eine sogenannte Breakout-Strategie. Das heißt, wir nehmen uns die letzten markanten Höchststände, die legen wir uns hier in den Markt. Das wäre jetzt der Bereich 8.340 Dollar. Wenn dieser Bereich ein paar Runden wird, dürfte sich dieser Aufwärtstrend, wie gesagt, der ist langfristig ja hier weiterhin intakt fortgesetzt werden. Aber natürlich auch hier immer darauf achten, hier braucht man schon sportliche Stops. Wenn wir sehen, wir haben hier bei 7.850 so ein markantes Unterstützungsniveau, dann sehe ich schon, wenn ich hier bei 8.350 einsteige, 7.850, also 500 Dollar, die braucht man hier schon mal als Stop, um nicht ausgestoppt zu werden. Und danach geht der Trend hier weiter. Aber man sieht auch hier in diesen Titeln, kann man sehr, sehr schön arbeiten. Und was ich an dem Beispiel auch sehr, sehr gerne nutzen möchte, falls es zu einer Korrektur kommt, keiner sagt mir, dass das hier unbedingt weiter nach oben gehen muss. Wenn ich in so einem Chart hier so markanten Tiefstand habe und jetzt sehe, wir sind hier in einer Zone eines Widerstands, dann nutze ich sehr, sehr gerne, das hatten wir in unserem Modul 3 auch schon mal genutzt, unsere sogenannten Fibonacci und unsere sogenannten Fibonacci Retracements. Dann nutze ich diesen Indikator hier oben gerne aus unserem Metatrader und sage einfach mal, ich nehme den tiefsten Punkt dieser Kursbewegung. Hier hat er diese Rallye gestartet. Da setze ich meine linke Maustaste, halte die gedrückt und ziehe mir einfach mal zu diesem Höchststand hier oben, dementsprechend diese Fibonaccis. Und dann sieht man, dann hat man erstens hier diese Widerstände mit drin und hier auch diesen Unterstützungsbereich mit drin. Und da wird es interessant, wer sich natürlich short investieren will, der sagt, solange wir in diesem Retracement, in dieser Rückschlagszone bis 23,6 hier unten bleiben, ist alles okay. Fällt aber diese Marke, kann man sich ganz toll investieren, weil dann haben wir eine über 90%ige Wahrscheinlichkeit, und das ist stochastisch nachgewiesen worden mathematisch, dass wir dann runterlaufen auf dieses 38,2%ige Retracement. Also eine unheimlich interessante Konstellation, wo man dann sagen kann, okay, fällt das, das ist so ein Konsolidierungsbereich, da darf der sich seitwärts bewegen, aber fällt so eine Marke, haben wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir auf dieses 38%ige Retracement zurücklaufen. Ja, und das ist ein Kurs von 7.700 auf 7.300. Das ist auch nochmal eine schöne Kursbewegung. Die Fibonaccis werden wir uns in den anderen Charts aber gleich auch nochmal mit einschauen, weil die von sehr, sehr vielen Anlegern genutzt werden und ein unheimlich starkes Tool sind, mit dem man sehr schön arbeiten kann.
Und natürlich auf der Beiseite ist natürlich der Ausbruch über diese Marke. Hier ganz klar das neue Szenario, dass sich das Ganze dann hier weiter nach oben fortsetzen wird. Also auch ein Punkt, wo man sich sehr, sehr schön dann hier entsprechend nochmal neu positionieren kann. Das ist, wie gesagt, so eine sogenannte Breakout-Strategie. Wenn ich so einen markanten Widerstand, den wir jetzt hier erstmal in den Markt gelegt haben, wo wir jetzt diese Konsolidierung in den letzten Tagen sehen, überwindet, ist das ein tolles Settlement, um dementsprechend einzusteigen. So, wer noch Fragen zu anderen Titeln hat, sonst arbeite ich meine Liste ab hier. Setzen wir das Ganze mal fort, setzt mir das in den Chat hier rein. Ja, und hier haben wir uns jetzt mal Gold rausgesucht, ja auch interessant, momentan in der Presse auch relativ ruhig geworden, weil eigentlich passiert da bei Gold nichts. Wir sehen das hier in der Bewegung, ja, bewegt sich seitwärts. Warum bewegt sich seitwärts? Warum haben wir hier so eine Korrektur gesehen? Was ist denn jetzt hier los? Kann ich hier wieder einsteigen? Geht es mal wieder nach oben? Geht es mal wieder nach unten? Da nutze ich auch sehr gerne die Fibonaccis, die ich Ihnen eben schon vorgestellt habe. Und da machen wir es ganz genauso, so wie wir es auch beim letzten Mal im Webinar gemacht haben. Wir nehmen einfach mal wieder unseren Tiefstand. Hier sind wir ja Anfang Juli mit dieser Rallye gestartet. Da waren wir noch bei 1200 Dollar. Sind wir dann nochmal in Richtung 1360 hier hochgelaufen. Und da zeichne ich mir auch gerne diese Fibonaccis ein. Und auf einmal wird dieses Bild, das man hier sieht, schon wesentlich deutlicher, nehmen wir auch den Tiefstand, warum wir dementsprechend hier jetzt eigentlich so seitwärts unterwegen. Und wir sehen, Tiefstand, Höchststand, das sind meine Grenzbereiche, 0 und 100. Und dann sehen wir, hatten wir hier diese erste Konsolidierung. Die ist überhaupt nicht schlimm. Wenn man das mal sieht, kann man aber mehrfach in diese Charts mit einsteigen, um dann zu drehen in so einer Korrektur. Wenn ich sehe, ich habe so ganz markante Kursmarken, die hier diesen Höchststand und diesen Tiefstand, dann zeichne ich mir da gerne die Fibos ein. Und interessant wurde es für mich an dieser Stelle, was ich gesagt habe, bis 23,6 ist es nur eine Konsolidierung, das darf er. Durchbrechen wir allerdings diese Marke, hatte ich gesagt, mit fast 90%iger Wahrscheinlichkeit gehen wir dann auf dieses 38%ige Retracement. Das heißt, wenn ich an dieser Kerze sehe, auf Schlusskursbasis, hier haben wir häufig gesehen, immer wieder getestet und man wundert sich, warum testet der hier ein Kursniveau und weiß eigentlich gar nicht warum. Das liegt meistens an diesen Fibonaccis. Und dann sehen wir aber immer ein, zwei, drei Tage lang verteidigt er dieses Niveau. Und hier, ich hole uns mal ein Datum, am 15.09. sehen wir, schließen wir unterhalb dieses Fibonacci-Retracements. Und das ist für mich natürlich immer ein klassischer Einstieg in den Markt, weil ich weiß, 90% läuft der mindestens auf dieses 38,2%ige. Das heißt, wenn ich hier einsteigen kann, ich visualisiere uns das mal im Chart, 1.390 und wir sehen 1.299, habe ich guck mal 20 Dollar Platz, die der nach unten laufen kann und wir sehen, in 1, 2, 3 Tagen erreicht er auch dieses Ziel und vor allen Dingen, wenn der dann auch diese Marke bricht, dann ist der letzte Halt, den wir finden, die 61,8%ige Marke hier unten und wir sehen, da hat er sich genau hinbewegt, hat die genau getestet und das ist für viele Investoren auch ein absolut genialer Einstieg. Also wenn Sie damit arbeiten, auch die funktioniert zu 90%. Wenn der nicht hält, hier ergeben sich immer Signale in beide Richtungen. Wenn die hält, die Marke, ein genialer Buy-Einstieg. Geringes Risiko, hier unten muss ich meinen Stop reinsetzen. Also wir sagen mal, ich setze hier unten am Tiefstand meinen Stop, sehe, die hat funktioniert. Dann weiß ich, wollen wir mindestens immer wieder an dieses 38,2. Also die ist ganz, ganz markant, diese 38,2 und vor allem diese 61,8. Weiß ich, kann ich super einsteigen, super kleines Risiko, 4, 5 Dollar Risiko, habe aber über 30, 35 Dollar Platz nach oben, 1 zu 6 vom Chance-Risiko-Verhältnis, super zu handeln. Wir sehen, wir scheitern aber erneut an diesem 38% Retracement. Wir brechen durch und sehen am nächsten Tag diese dominante Kerze. Und das ist wieder, was wir in der nächsten Woche besprechen wollen, aus der japanischen Candlestick-Terminologie, dieses Engulfing-Pattern, eine positive Kerze, die von der negativen Kerze hier sofort egalisiert wird. Und dann sehen wir, ja, das ist das Jojo-Spiel, geht es hier wieder runter. Das heißt, obwohl man eigentlich denkt, Mensch, in dem Markt kann man hier bei Gold gar kein Geld verdienen, kann man hier richtig toll Geld verdienen, einfach mit einfachen Strategien und Tools. Und wir sehen, der läuft natürlich genauso wieder runter. Was machen wir an der 61,8, wenn die hält? Steigen wir natürlich richtig einfach wieder long ein in diesen Trade und wir sehen Ziel 38,2 und wir sehen,
obwohl hier eigentlich nichts passiert ist, war echt ein langweiliger Trade gewesen, hat er sich aber über 3 Wochen genau auf diese Zielmarke hier zu bewegt. Und da wird es natürlich jetzt spannend, schaffen wir endlich mal den Sprung hier rüber, schließen wir auf Schlusskursbasis hier drüber, dann haben wir auch wieder Chancen, hier unsere markierten Höchststände anzugreifen. Auf der anderen Seite wird natürlich aber auch dieses 61,8%ige Niveau interessant, weil wenn das einmal fällt, haben wir auch wieder eine über 80%ige mathematische Wahrscheinlichkeit, dass wir dann wohin laufen? Natürlich zum Start dieser Bewegung. Das heißt, wenn diese letzte Bastion, diese letzte Unterstützung hier am Markt fällt, haben wir eine unheimlich große Wahrscheinlichkeit, dass wir dann wieder zum Start, zum Ausgangspunkt unseres Trends hier zurücklaufen. Und das ist dieser Bereich bei knapp 1200 Dollar. Also dann auch interessant, weil wir sehen 1260 zu 1260 Dollar Platz. Wenn so eine Marke mal fällt, auch unheimlich interessant. Und deshalb nutze ich diese Fibonaccis unheimlich gern, um mir solche Phasen hier zu erklären, um aber in diesen Phasen, wie hier mit dem Durchbruch dieses 23,6%igen Retracements, einen Einstieg in den Markt zu sichern, um mir hier zwei Einstiege auf der Long-Seite, hier natürlich auf der Short-Seite zu sichern. Und hier warte ich jetzt ab, sollten wir wieder ranlaufen an die 38,2 und ich möchte die Tatsache berühren, das heißt, das ist für mich noch nichts. Hier sind wir im Niemandsland. Dann und sehe, wir schaffen das da nicht an dieser Marke. Dann geht es hier wieder short, wieder mit dem Ziel 61,8. Und da wird es wieder spannend und immer. Hier hat man wirklich ein geringes Risiko, vielleicht 5 Dollar Risiko in so einem Trade, aber durchaus mal 20 Dollar in diesen Ranges, 20 bis 30 Dollar Platz. Und bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von über 1 zu 3, 1 zu 4, 1 zu 5 sind eigentlich Must-Have-Trades, die muss man eigentlich machen. Wenn ich mit 5 Dollar Risiko 20, 25 Dollar verdienen kann, muss ich diesen Trade einfach machen. Zumal ich weiß, dass viele Anleger mit so einem Tool, mit den Fibonaccis arbeiten. Also momentan Gold, eine Konsolidierungsphase, gefesselt zwischen diesen beiden Retracement-Marken 38,2, 61,8. Aber wir können das hier wie mit dem Ping-Pong handeln, immer wieder Handelssignale zum Long-Einstieg oder zum Short-Einstieg, die wir hier im Markt finden. Und wenn wir den Ausbruch sehen, dann natürlich in die entsprechende Richtung auch sehr schön zu handeln. So, das war Gold gewesen. Jetzt schauen wir uns mal an den US-30, das ist der Dow Jones. Ja, und da sehen wir, das ist ein Chart, so lieben wir den eigentlich von ganz links unten nach ganz rechts oben. Da geht es deutlich nach oben. Wir sehen hier diese Riesengroßerholung. Im April waren wir noch bei 20.000. Jetzt sind wir hier bei fast 24.000 Punkten angekommen. Sehen aber auch so ein bisschen, naja, irgendwie in den letzten 3-4 Wochen mal läuft der hier seitwärts. Und das ist ganz klar. Ich nehme mir die beiden Höchststände und sage, so, das ist mal ein klassischer Widerstandsbereich. Die Marke hier bei 23.650. Die haben wir einmal, zweimal, 3 Tage lang getestet. Und wir sehen es auch, wie markant diese Marken arbeiten und funktionieren. Das war die Marke, die wir hier Anfang November in den Markt gelegt haben. Und wir sehen, das sind natürlich auch immer tolle Short-Investments, warum wir immer erstmal wieder scheitern an so einer Marke. Weil die Leute genau wissen, ein Großteil wird an dieser Marke verkaufen und dementsprechend geht es runter. Wir sehen einmal, zweimal hintereinander an dieser Marke gescheitert. Ja, und hier haben wir jetzt eine besondere Konstellation, wo ich sage, wer nicht investiert ist, der muss sich hier auch nicht investieren. Weil wenn ich mir einfach mal die unteren Punkte hier miteinander verbinde, sehen wir 23.300 ungefähr, 270. Wir haben hier eine klassische Seitwärtsrange im Dow Jones. Und da wird man nicht großartig Geld mit verdienen können, es sei denn, man ist kurzfristig unterwegs. Langfristig würde ich abwarten, schaffen wir den Ausbruch, gehen wir über die 23.600, dann wären wir ganz schnell bei 24.5, eventuell sogar noch bis in den Januar, Anfang Februar, hinein die 25.000 erwischen. Also dann sehen wir noch mal eine Jahresendrallye, wobei die eigentlich schon das ganze Jahr stattfindet, diese Rallye. Aber dann hätte man noch mal eine Chance, hier mit einzusteigen. Aber auf der anderen Seite auch die Vorsicht, wird irgendwann diese 23.300er Marke hier fallen, dann wird es ungemütlich, weil wenn ich dann mal in die Historie dieses Charts reinschaue, da habe ich nicht wirklich so markante Widerstände, vor allen Dingen jetzt Unterstützungsbereiche, da könnten die auch wirklich mal deutlich absacken. Also da haben wir natürlich auch dieses Potenzial, wo wir hier wirklich deutlich nach unten laufen.
verkaufen könnten. Ja, und auch hier kann man natürlich sich diese Retracements nutzen, wenn ich sehe, wir haben markanten Höchststand, wir haben markanten Tiefstand, da sind wir gestartet, der Markt konsolidiert. Da kann ich mir natürlich genauso meine Retracements reinsetzen und sagen, so, wo gehe ich denn Short, wo gehe ich denn Long? Tiefstand, Höchststand. So, und da sehen wir, genau dieser Bereich hier bis zur Marke 23,6, der ist jetzt sogar ein bisschen tiefer als unsere Kursmarke, die wir uns hier in den Markt reingelegt haben. Liegt vielleicht daran, dass hier die Anleger den Chart ein bisschen anders gezeichnet haben und hier diesen Tiefstand als Start der Rallye genommen haben. Da sehen wir, solange wir in dieser Phase zwischen 0 und 23,6 sind, alles okay, konsolidiert ja, müssen wir nicht handeln. Sehen wir den Ausbruch nach oben, ist das ein ganz klares neues Buy-Signal. Das ist diese klassische Breakout-Strategie. Gehen wir hier oben rüber über diese Marke 23.620. Geht es weiter long, werden wir ganz schnell bei der 24 sein, eventuell sogar die 24.5. Scheitern wir an dieser Marke und deshalb nutze ich solche Konstellationen gerne im kurzfristigeren Timeframe. Kann man natürlich hier mit solchen Marken unheimlich toll auf Tagesbasis handeln. Und dementsprechend hatte jetzt ein Long Trade drin seit Freitag letzter Woche. Und warum hatte ich den drin? Schauen wir uns mal im Stundenchart ein. Ich zeichne mir auch immer im langfristigen Chart meine Schaubilder ein und gehe dann in ein kurzfristiges. Wenn ich sehe, oh, tolle Range, der bewegt sich hier seitwärts, gehe ich einfach mal in so einen Stundenchart mit rein. Und da sehen wir, wenn ich mir das Ganze auf Stundenbasis anschaue, aha, in diesem Niemandsland, da mache ich gar nichts. Aber wir haben gesehen, 20. November, gerade zum 8 Uhr, wir sind genau an diese Unterstützung auf Tagesbasis gelaufen und dann auf einmal setzte diese schöne Bewegung nach oben ein und das waren für einen Trainer mal in 2 Tagen hier über 300 Punkte, da kann man richtig Geld mit verdienen am Markt. Ja, und da können wir, wie wir es beim letzten Mal hatten, einfach mal einen anderen Indikator nehmen. Nehmen wir mal so einen Klassiker wie den MACD-Indikator mit rein, nutzt den aber nicht mit den Standardeinstellungen, sondern ich nutze den mal etwas kürzer, 8.13, damit wir da auch bessere Signale bekommen. So, und dann sehe ich genau an so einem Zeitpunkt, ich arbeite mit dem MACD folgendermaßen, wir haben hier diesen Bereich, wir testen die Unterstützung, ich habe uns mal eine Linie eingezeichnet, wir sehen, wir sind mit dem Histogramm aber noch unterhalb dieser Signallinie. Noch kein Handel. 5 Uhr schlafe ich auch noch. 6 Uhr sind wir immer noch mit dem Histogramm unter der Linie, schlafe ich eh noch. 7 Uhr, 8 Uhr, jetzt bin ich am Rechner. Und wir sehen, jetzt bin ich zum ersten Mal mit diesem MACD-Histogramm überhalb meiner Signallinie. Das heißt, das ist ein klassisches Handelssignal. Wer die 9 Uhr nutzen will, weil er sagt, von 9 gehe ich nicht an den Markt, sind wir hier. Und das ist für mich der Klassiker, wo ich dann einfach sage, super, da steige ich ein. Klassische Charttechnik im Tageschart, runtergebrochen diese Seitwärtsrange auf den Stundenchart, mein Indikatoren-Setup hier einfach mal ein MACD reingesetzt, können uns das aber auch gleich mal mit einem anderen Indikator einsetzen, das ist mein Kaufsignal, wenig Risiko, Sie sehen, unterhalb der Marke hier unten, da setze ich meinen Stop, das heißt, ich habe hier bei dem Trade 60, 70 Punkte Risiko, hört sich erstmal viel an, aber in der Konstellation mit 70 Punkten Risiko 300 Gewinnpunkte zu machen. Weil wenn der läuft, der Dreh, geht er genau an den Widerstand, haben wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von über 1:4. Und das ist immer ein absolutes Must-Have. Den muss man hier dementsprechend machen. Mit 70 Punkte Risiko 300 Gewinnpunkte ist klasse. So, und wir sehen das auch hier. Immer wieder nutzbar an dem Widerstand. Wir prallen ab. Wir prallen ab, wir prallen ab. Wenn ich das natürlich dreimal in Folge sehe, weiß ich, okay, hier geht es doch mal etwas deutlich nach unten, kann ich sowas natürlich auch nutzen. Wenn ich jetzt allerdings sehe, dass wir gar nicht so straight, mein Ziel wäre, hier unten runter zu laufen, was wir überhaupt nicht machen. Wir sind einmal, zweimal, dreimal hier gescheitert, aber hier kommt nicht wirklich Verkaufsdruck rein. Vorher, was Sie sehen, geht schnell hoch. Bin ich doch der Meinung, wir arbeiten uns jetzt hier straight. Der MACD ist ja auch wieder kurz vom Generieren, der würde seine Nulllinie schneiden, ein Kaufsignal geben. Wir werden die nochmal angreifen. Ich bin der Meinung, wir gehen hier nochmal rüber. Und das wird dann langfristig natürlich interessant, weil wir sehen auf Tagesbasis, das MACD-Histogramm, das steigt an. Da tut mir auch diese eine Tag-Konsolidierung nicht weh. Der will eigentlich hier schon wieder nach oben. Der hat nur mal Luft geholt an einem Widerstand. Das machen wir häufig. Haben wir einen Breakout, nutzen wir also einen Ausbruch, nutzen wir so eine Breakout-Strategie und gehen bis zum Ende des Jahres hier wahrscheinlich in Richtung 24, 24, 5 nochmal weiter. Ja.
Und unseren Klassiker möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Unseren DAX 30 Index, da sehen wir ja auch irgendwas Komisches hier am Markt. Ja, oh, wir bewegen uns seit einer Woche nur seitwärts. Warum, kann ich Ihnen auch ganz klar sagen. Der DAX 30 hat eine sensationelle Rallye hier eigentlich ab Ende August hingelegt. Da waren wir noch unter 12.000 Punkte, sind ja auf 13,5 hochgelaufen, also sensationell. Und da kann man auch sehr schön mit den Gaps hier sehen und arbeiten. Wir sehen, wir hatten hier einmal ein Kursgap am Anfang dieser Rallye. Dieses Gap, die Gaps haben unterschiedliche Funktionen, das werden wir auch ein bisschen bei den japanischen Candlesticks in der nächsten Woche besprechen. Das ist ein sogenanntes Ausbruchgap. Das heißt, der Markt hat diese Konsolidierung hier beendet, diese Bodenbildung. Ein Ausbruchgap ist mal toll, da kommt Power, da kommt Schwung rein. Genauso sehen wir hier im Markt nochmal so ein kleines Gap mit drin, so eine Kurslücke. Das ist so ein Runaway Gap, nennt man das. Wenn das mitten in so einen Aufwärtstrend kommt, Runaway Fortsetzungsgap, auch sensationell. Das heißt, die geht weiter, diese Rallye. Und was gefährlich war, nach einem Breakout Gap, nach einem Runaway Gap, kommt ein sogenanntes Exhausting Gap aus dem Englischen, ein sogenanntes Erschöpfungsgap. Das sagen wir hier. Und das ist immer im Prinzip so der Andeutung, Achtung, hier geht uns langsam mal die Luft aus, so ein Erschöpfungsgap, hier wird die Luft dementsprechend eng. Wir sahen nochmal dominant hier Käufer im Markt und dann sehen wir 1, 2, 3 Tage hintereinander sogenannte Dojis mit oberen Schatten, schon mal sehr, sehr gefährlich. Und dieser eine Tag hier, der hat das Ganze schon mal egalisiert, wo ich gesagt habe, oh, das ist eine Top-Bildung, hier ist Schluss. Und für den Einstieg nehme ich natürlich dann dieses letzte Gap hier. Das fungiert erstmal als Unterstützung. Sehen wir, 1 Tag gehalten, 2 Tage gehalten. Wenn diese Marke aber fällt, dann geht es dementsprechend weiterhin. Wohin? Da nutzen wir wieder diese Gaps, weil das heißt an der Börse, ein Gap, was einmal geöffnet worden ist, wird auch zu 90% wieder geschlossen. Dann suche ich mir mein nächstes Gap. Das haben wir uns hier unten im Markt reingelegt. Und da sehen wir sensationell, wie Charttechnik funktionieren kann. Die Korrektur ging genau auf die Marke 12,48. Genau da hatten wir uns dieses Runaway Gap in den Markt reingelegt. Und genau bis da ging die Korrektur. Und das war natürlich toll, wenn ich weiß, dass dieses Gap geschlossen wird, dann geht es hier runter. Und wir sehen 1, 2, 3, 4, 5 Tage. In 5 Tagen 450 Punkte Korrektur. Weiß auf der anderen Seite aber auch, dass so eine Marke, so ein Gap hier erstmal verteidigt wird. Das heißt, ein mutiger, sportlicher Anleger, der nutzt so ein Kursniveau natürlich, um hier mal einen Beitritt in den Markt zu legen, weil geringes Risiko bei maximalem Erfolg, weil ich hier natürlich auch eine Kursbewegung in Richtung dieses Gaps, dieses unteren Gaps erwarte. Und wir sehen, haben wir fast erreicht, dieses Gap. Also manchmal funktioniert es auf den Punkt genau, manchmal fehlen da auch ein paar Punkte, aber wir sehen, es ging dann doch recht volatil, auch hier nochmal getestet, wieder gehalten, ging wieder hoch. Aber es sieht für mich so aus, gestern schon sehr dominant gescheitert, heute schon sehr dominant gescheitert. So irgendwie sind wir jetzt im Konsolidierungsmodus. Und wer sich mit diesen ganzen Gaps hier am Markt nicht auskennt, der kann aber gerne wieder unseren Fibonacci zur Hilfe nehmen. Weil wenn wir den uns mal in den Chart einzeichnen, ich nehme den mal raus, wo könnte es in den nächsten Tagen hier weitergehen? Der nimmt wieder unseren Fibonacci hier aus dem Metatrader. Tiefstand, Höchststand, ziehen wir uns schön die Linie und da sehen wir sensationell wieder, wie das Ganze auch funktioniert. Vom Tiefstand zum Höchststand gezogen, 23,6. Wenn die Marke fällt, hatte ich Ihnen gesagt, können Sie auch gerne mal in der Historie hier ausprobieren, dann geht es zu 90% auf die 38,2 runter. Das heißt, hier sehen wir die Kerze, der schließt unterhalb, die davor hat nicht runtergeschlossen. Ich warte wirklich ein Closing unterhalb ab. Das heißt, hier sehen wir am 10.11. dieses Closing unterhalb dieses Retracements und dann weiß ich, der läuft zu 90% hier runter. Naja, wenn ich zu 90% weiß, dass ich über 200 Punkte Gewinn machen kann, mit einem Stop von 50 Punkten, 1:4, haben wir schon mitgekriegt, muss man machen, so ein Trade. Und genauso sehe ich aber auch, irgendwo hält diese Bewegung immer an diesem 38,2%igen Retracement. Und das ist jetzt so eine typische Konsolidierung, die aber auch unheimlich gute Handelschancen für die nächsten Tage offenbart. Weil was warte ich jetzt ab? Ich warte immer ein Closing ab. Das heißt, ich warte einen Ausbruch oberhalb dieser 23,6 mit ab. Den hatten wir hier. Nimm dann aber nicht blind diesen Ausbruch. Ich vergrößere den mal. Nimm also jetzt nicht und sag am nächsten Tag, super, wir sind drüber, wir haben über diesen 23,6%igen Retracement geschlossen. Ich gehe long.
Nein, ich nehme immer den Höchststand dieser Kerze und sage, wenn wir dann den Ausbruch dieser Marke, wenn der Höchststand dieses Tages, der als Ausbruchtag fungiert, überwunden werden kann, dann geht es weiter. So, 300 Punkte Platz. Das heißt, hier habe ich Tatsache mit einer Limit Order im Markt gelegen, wurde aber nicht gefüllt, ging deutlich nach unten. Dasselbe Szenario ist natürlich für mich auch, brechen wir auf Schlusskursbasis jetzt mal nach unten aus, weiß ich, dann laufen wir auf dieses 50%-ige Retracement. Das heißt, haben wir einen Schlusskurs hier unten und von diesem Schlusskurs, da habe ich hier auch auf der Lauer gelegen, wird der Tiefstand dieser Tagesbar hier unterschritten, weiß ich, geht es nach unten. 150 Punkte mit gut 50, 60 Punkten Platz 1 zu 3 kann man machen. Das heißt, momentan liege ich hier einfach auf der Lauer, habe Tatsache hier jetzt eine Sell-Limit-Order im Markt zu liegen, wo ich sage, naja gut, wenn wir jetzt hier mal ausbrechen nach unten, dann gehst du hier short und hier oben kann man sich eine Buy-Limit-Order reinsetzen und sagen, okay, wenn wir aus dieser Range, aus diesen beiden Retracement-Zonen 23,6, 38,2 ausbrechen, geht es hier weiter. Natürlich favorisiere ich dieses Long-Setup, weil wir sehen, wir haben hier nach oben bis zu den Höchstständen deutlich mehr Platz. Wir haben hier über 350 Punkte Platz nach oben und man sieht bei den Retracements nach unten hätten wir nur Platz von 150, 160 Punkten. Also auf jeden Fall auch so eine Phase, die nach nichts aussieht, lässt sich sehr schön mit den Fibonaccis hier erklären und kann man dementsprechend sehr, sehr schön nutzen. Und hier sehe ich, okay, das ist eine Konsolidierung zwischen diesen beiden Marken. Kriegen wir einen Breakout in die eine oder andere Richtung, weiß ich, mit 90% gehen wir dann da hoch. Das heißt, ich lege mir hier schön mal bei 13,2, das ist so für mich die relevante Tagesmarke, ein Kursziel dann mit 13.500 in den Markt, 300 Punkte. Ja, und da kann man abwarten, was hier in den nächsten Tagen passiert, weil das Szenario kann sich hier noch ein, zwei, drei Tage fortsetzen. Aber glauben Sie mir, es wird hier zu einem Ausbruch kommen. Und dann möchte ich Long oder Short, das ist mir egal, das können wir hier über Tickmill, über unsere CFDs auch sehr schön machen. Uns ist es ja egal, wohin es geht. Hauptsache, da ist eine Bewegung mit drin. Kann man da unheimlich schön arbeiten. Ja, und man sieht unheimlich viele Ideen hier im Markt, wo man wirklich täglich oder auch stündlich was machen kann. Mit einfachsten Hilfsmitteln der Charttechnik, die wir uns eigentlich in den letzten Webinaren erarbeitet haben, möglich. Die Finanzmärkte relativ einfach, auch mal nebenbei, wenn ich berufstätig bin, am Abend einfach mal so mit 5 Minuten mir so einen Chart anzuschauen, zu sagen, Mensch, doch, ja, okay, mit den Fibonaccis, das ist logisch, hier sind so eine Range, da bewegen wir uns seitwendig. Ja, wenn wir da ausbrechen, hier lege ich mir mal einfach eine Buy und dann hier unten lege ich mir eine Sell-Order rein. Eine wird definitiv gefüllt. Und dann mit dem entsprechenden Chance-Risiko-Verhältnis kann man mit solchen Strategien sehr, sehr erfolgreich arbeiten. Ich hoffe mal, das war ganz interessant, dass wir uns diese Märkte hier mal angeschaut haben. Ich hoffe, es war mal wieder ein bisschen Anregung. Ich habe ja auch versucht, das aus den letzten 3 Modulen, was wir jetzt schon mit durchgesprochen haben, so ein bisschen zu vertiefen. Wie suche ich mir mit Chart-Signale, mit charttechnischen Indikatoren neue Handelssignale? Wie analysiere ich damit die Märkte, um hier meine Einstiege in den Markt zu finden? Ich hoffe, Sie hatten Spaß daran. Für wen es jetzt zu schnell ging, das Ganze wird, wie gesagt, auch aufgezeichnet. Können Sie sich gerne nochmal das Webinar mit anschauen und können Ihnen an dieser Stelle auch sehr gerne unser nächstes Webinar hier ans Herz legen. Da werden wir uns nämlich, ich muss mal hier ein bisschen durchscrollen, ich glaube, das ist sogar schon am nächsten Mittwoch, ja, 29. November, Grundlagen der japanischen Candlestick-Analyse. Da gehen wir mal so ein bisschen ins Eingemachte, warum diese Analysemethode so beliebt ist, vor allen Dingen aber auch so präzise ist und so gut zu nutzen ist. Da werden wir uns im nächsten Modul in der nächsten Woche beschäftigen und dann gehen wir noch mal ein bisschen ins Eingemachte. Wir haben noch ein zweites Modul dazu. Da werden wir uns mal anschauen, welche Möglichkeiten es gibt. Hier gibt es sowas wie 3 Black Crowns und 3 White Soldiers und Engulfing Patterns und ganz tolle Namen und was sich dahinter verbirgt. Vor allen Dingen, wie ich die aber wieder im Chart einsetzen kann in der Analyse. Das machen wir in unseren nächsten beiden Webinaren. Da freue ich mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. In dem Sinne hoffe ich, es war interessant. Unsere Stunde ist auch schon wieder um. Freue mich, Sie beim nächsten Mal auch wieder begrüßen zu dürfen. Wünsche allen schon mal einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche auch wieder mit dabei sind. In dem Sinne eine erfolgreiche Trading-Woche, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Dankeschön.